Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf der Oberlausitz, die der liebe Yogi in den 22er geholt hat, ne? Richtig? Richtig. So, ich hatte noch den MB-Truck jetzt dazu gekauft, den wollen wir mitnutzen. Mal einen anderen Schlepper mit reinnehmen, ne? Sagt ja immer, Svenny, du benutzt immer nur dieselben Schlepper, eigentlich nicht. Ja, eigentlich schon, aber... Ich habe jetzt mal einen anderen mit reingenommen, ne? So. Halten wir ihn an. Wir müssen noch einen Wagen kaufen. Dafür gehen wir aber erst hier in die Außenansicht. Brauchen wir noch einen Wagen. Dresch habe ich schon mal angestellt, ne? Damit man loslegen kann. So, mir schwebt da schon was vor. Müssen nur gucken, ob ich es jetzt finde. Ja, ich habe nicht so viele Mods im Ordner, ist das Problem. Ich habe viel zu viele im Mod-Ordner. Nee, nee, das ist zu groß. Was bist du denn? Ja, die lass mal drauf. Nee, wir wollen die. Nehmen das Fahrgestell, das brauchen wir nicht. Nee. Machen wir ruhig einen Zug da oder? Ah, Deckung brauchen wir nicht. Hopf-Vorbe? Was gibt's denn? Oh, oh, oh. Wir kaufen den so. Kaufen. Ja. Danke. So, dann können wir nämlich den eben anhängen, ne? Boah, ich bin schon ewig nicht mehr Truck gefahren, ne? Ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal einen Truck im Spiel hatten. Hängen wir mal ihn bitte an. Ich hoffe, der kommt einmal rum. So, das haben wir schon. Chico, ne? Können wir eben aussteigen. So, wir müssten aber, wenn es geht, auch mal eben zwei Wiesen uns ran organisieren, ne? Bevor das untergeht. So, jetzt ist die gute Frage teuer, ne? Da ist eine Wiese, ne? Kaufen wir. Die ist bei dem Hof, ne? Da ist so weit zu vorne. Wiese ist gerade so ein bisschen Mangelware, ne? Komm, ist das eine Wiese? Oder ist das Wald? Eine Wiese ist, glaube ich, zu wenig. Und dann kaufen wir die noch dazu. Okay, dann brauchen wir eben noch Bodeninformation. Oh, der macht gar keine Bodeninformation. Okay. Und dann lassen wir das halt. So, wie sehen wir auch? Chickhocken. War ja auch gar nicht teuer. Wir haben nur noch 1 Million auf dem Konto. Läuft. Ne? So, wir brauchen aber eben auch ein Bild. Das läuft ab. So, wir haben Wagen, wir haben den. Ich würde ganz gerne einen großen Schlepper noch dazu kaufen. Ich bin ganz ehrlich. Ich weiß nicht, ob der das alleine zieht. Der Truck. Einen großen Schlepper brauchen wir noch. Wir kaufen uns den, weil den finde ich irgendwie cool. Ja, ich würde ihn so 192 PS, ja, ist okay. So, ne? Reifensound. Und Umleuchte. Nochmal so. Radio. Braucht er. Ne, ich hätte gern Old. Ich finde den ja so genial, ne? Bin ich ja echt. Worklights, natürlich. Fronthydraulik. GPS brauchen wir natürlich. Kaufen wir. Okay, das waren jetzt nochmal 100.000, aber die mussten wir auch rausgeben.
Weil wir brauchen den Schlepper hier doch. Müssen wir uns nichts vormachen. Wir spielen mit Position Forming, also brauchen wir auch. Wenn es geht, direkt Saat, ne? Gewicht brauchen wir. Ja, das haben wir. Der fährt noch. Gut, wir können weitermachen. Wir hüpfen eben rein. Sollen wir irgendwie Luken aufmachen, ne? In Lars Schlepper geht das sehr gut. Die sind treckfreundlich. Ah, da Luken macht auch in Gruppe. Ah, da läuft. Ich brauche einen Rückwärtsgang. Die gefällt mir gut, ne? Aber ich würde das ganz gerne hier eben umstellen. So. Haben wir auch gemerkt. So, finde ich, sind wir für Schlepper technisch gut aufgestellt. Wir haben Frontlader, wir haben dies, wir haben das, ne? So, dann fangen wir so langsam mal an, unsere Maschinen zu kaufen. Als erstes brauchen wir natürlich eine Presse, ne? Wegen Stroh. Oh, da durfte er auch nicht fehlen. Sieht man mich überhaupt? Ja, ne? Ich habe keine Lust, heute den Roller runterzumachen. Ich bin ja ganz ehrlich, ich bin heute faul. Sowas. Die haben wir noch nie benutzt, ne? Aber ich mag, weiß nicht, ist nicht so mein Ding. Die Qual der Wahl. Kaufen uns heute die. Aber die ist so teuer, ne? 83.000. 83.000? Haben wir das Geld nur über? Den macht er mal ruhig dran. Kaufen. Okay. Haben wir. Da steht sie. Nimm doch die daneben, die Sven. So, das haben wir. Das läuft, ne? Oh, wir müssen Dresche abtrennen. Dann stellen wir das Geschütz eben zum Hof, weil wir müssen ja noch die anderen Maschinen hin und her fahren. Und dann wissen wir ungefähr, wo die Maschinen stehen, wo die Reise hingeht. Das mag ich ganz gerne. Also, die müssen ja da hinten eben reinpassen, ne? Hoffe ich. Ich sehe gar nichts. Komm wieder hin. Ja, so bestimmt nicht. Boah, die sieht genial aus. Also, boah, nicht knapp hier, du. Passt sogar. Das haben wir. Stellen wir den eben hier hin. Und mal eben aussehen, Hobel. Wir hüpfen mal eben Rust, ne? Wir müssen nämlich zum Truck. Lalalala. Ist er nicht schön, unser Fan? Sven, ich spiele mit O. Muss nachladen oder ruckeln? Wir hüpfen rein. So, Abflug. Dresch abtanken. Boah, ich bin schon ewig nicht mehr Truck gefahren. Ja, läuft! Ich komm mit meinem Quaderball, ne? Oh Mann. Ich bin auch schon ewig nicht mehr gestorpelt. Hoffentlich geht das gut.
Hier machen wir halt mal einen ganz anderen Projektstart, ne? Normal mache ich das ja alleine, immer Fuhrpark einrichten und dies und das, aber ich habe mir gedacht, das können wir auch mal zusammen machen. Das ist halt mal was anderes, ne? Sind wir gehört uns die Scheune da? Wäre ja cool, ne? Können wir doch einen Drescher parken und so. Oder Stroh einlagern. Eine Witterungslage. Lass mir eben aussteigen. Eben gucken wir hin. Ne, die gehört uns bestimmt nicht, ne? Ne, die gehört wahrscheinlich hierzu, ne? Ja. Ne, Fläche wollen wir jetzt gerade nicht kaufen. Egal. Den Trecker an der Seite stellen, wenn der Drescher fertig ist. Mit abtanken. Boah, ist das schon fast voll, du. So, hier steht der Schlepper nämlich nicht so im Weg. Perfekto. Das läuft. Ja. Ja, ja, ja. Das haben wir, das haben wir. Lass mal eben durch den Stall flitzen, weil wir müssen jetzt Hofsilo hier losmachen. Das ist auch gut. Hier ist die kleine Scheune, hier ist die Scheune. Hier ist Kalles Hofladen, ne? Das ist auch okay. Wir haben Fermenter. Nee, ich möchte nicht mit Fermenter arbeiten. Mm, so. Wir haben Flügen an, ne? Flügen ist an. Müssen wir direkt flügen? Bestimmt bei meinem Talent ist das nämlich immer so. Oh, wir müssen auch. Ja, bringt ja gar nichts mehr. Das da hinten ist auch noch unsere Fläche, aber die brauchen gerade mal nicht mehr. Oh, wir müssen nicht flügen. Cool. Cool. Kaufen müssen wir so oder so, ne? PS, ey, mal zieh unser Schlepper mit. Wenn, dann müssten wir den kaufen. Den habe ich aber noch nie benutzt. Ja, okay. 4 Meter. Wir kaufen den ausnahmsweise mal. Kaufen. Okay, danke. Das haben wir. Sorttechnik. Da wir mit Precision Forming arbeiten. Die ist ja wohl Premium. Wie breit ist die eigentlich? Kannst aber nicht mit vorn hier. Wie es ist. Auf die Driller hinauslaufen, ne? Anders geht's nicht. Kaufen. So, das haben wir, das haben wir. Wir brauchen. Das habe ich ausgemerkt, weil da habe ich keinen Bock drauf. Weizen hat man nicht so viel Auswahl, ne? Ich hätte die aber so kaufen. Haben wir. Brauchen wir, ne? Punktuelle Spritzung, ja. Kaufen. So, dann räumen wir das erstmal weg, ne? Nicht, dass hier alles wieder voll steht. Das wäre nämlich Müll. Das Ding dahinter, dass wir das hier wegräumen können. Ne? Die Drescher ist ja nur fleißig an Dreschen im Passett. Shiften, ne? Das wenn die shiften, hat immer Vorteile.
Schwierig. Kommt er mit durchs Tor? Was? Passt. Hast du gesehen? Bogenbearbeitung stellen wir dann am besten erstmal da rein, ne? Weil da kann ich mir sicher sein, dass es reinpasst. Premium 5000, ne? Nochmal auf den Laden. Ist halt ein bisschen bohnig irgendwie, ne? Aber das ist nicht so schlimm. Ich mag das eigentlich, wenn das nicht alles so funktioniert, wie es funktioniert. Ah, noch ein Stück, wa? Oder auch nicht. Rille wegrollen. Der Mara ist ja noch am Dreschen, ne? Die sitzt heute auf dem Dreschkasten, habt ihr ja gesehen. Die Folge ist auch schon wieder zu Ende, liebe Leute. Ich sage erstmal danke fürs Zugucken bisher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen, bin ich ja ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal, und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich ja echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!